Hallo und herzlich willkommen zu Teil 55 von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Seleukiden. Ja, so langsam geht diese Kampagne dem Ende zu. Wir kontrollieren gerade 48 Regionen. Das heißt, wir brauchen nur noch zwei Stück und dann ist es das auch eigentlich schon. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt gucken wir mal gerade ganz kurz in die Turns. Ich glaube, wir sind auch gerade, also wenn diese Angaben mit den Runden hier stimmen, dann sind wir momentan bei 48 Runden. Heißt also, wir können diese lange Kampagne in Runde 48 theoretisch beenden. Bereit. Haben wir hier einen Elefanten drauf? Ja. Also, wir können Kyrene direkt erobern. Und wir haben ja noch eine zweite Armee auf dem Weg. Nämlich hier in Richtung Dumata. Und Dumata hat keine Befestigung. Ja. Ach nee, wir brauchen noch eine Runde. Ach, ne? Das wäre sonst gewesen. Ja, also das realistische Ziel für uns ist Runde 49. Dann wird es das sehr, sehr wahrscheinlich gewesen sein. Und wir haben die imperiale Kampagne abgeschlossen. Und jetzt möchte ich gerne von euch wissen, für alle, die schon mal die imperiale Kampagne mit den Seleukiden gespielt haben und für alle, die die lange Kampagne gespielt haben, wie lange habt ihr gebraucht? Also ich glaube, 48 ist ganz in Ordnung. Wir hätten es sicherlich auch ein kleines bisschen langsamer angehen können, aber ich denke, wir haben nie wirklich so uns ausgeruht. Also ich glaube, wir waren immer konsequent auf dem Vormarsch. Wo wir uns ein bisschen Zeit gelassen haben, war natürlich mit dem Vormarsch auf Italien. Absolut richtig. Da braucht man auch auf jeden Fall militärisches Potenzial. Und da konnten wir jetzt nicht leichtfertig irgendwie agieren. Und da haben wir uns auch, denke ich, die Zeit genommen, die man für sowas braucht. Und ja, jetzt machen wir mal direkt das Bin Erste. bereit. Wir werden jetzt Kyrene belagern Setzt die und Segel. hoffentlich auch Römisch von den erobern. Truppen. Mit Alle dieser Mann Armee an sollten wir das Land. eigentlich ohne Probleme schaffen. Da Angriff. ist ja nicht so viel Siedlungen drin und belagert haben. ja, belagern brauchen wir gar nicht, wir greifen direkt an. Werden mit den Elefanten das Tor einrammen. So, was haben wir hier? Also, nur per Tasten. Herzlichen Glückwunsch, das werden wir also easy, easy, easy schaffen. Und ja, dann gucken wir mal. Es könnte natürlich jetzt noch so eine Sache werden, wenn er mit den Peltasten auf die Elefanten feuert. Wisst ihr ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, die Elefanten sind ziemlich anfällig gegen diese Peltastenfeuer. Aber ich glaube, wir können das ohne Probleme schaffen. Der Sieg ist So, nahe. wir stehen also hier, wir Wenn sollten aber alle ihr hier auf die flüchten, Seite. wird es unser Sieg sein. Es wird auf jeden Fall unser Sieg Wartet sein. Und auf ich meine glaube, Befehle. es würde halt der ultimative Sieg sein. Nee, ne, ist nicht wahr. Ich muss jetzt wieder. Och, das ist doch scheiße, das da. Hier, ich will nicht hier einmal außenrum. Oh, was sind das für ein Tempel? Schrein der Athene. Die Numidier haben einen Schrein der Athene. Waren da mal Griechen drin oder so? Hm, könnte sein. Okay. Also, der beste Weg. Es gibt keinen geraden Weg auf den zentralen Platz, wenn ich das richtig sehe, oder? Hier, das ist der beste Weg, meine ich. Da kommen wir gut durch. Wir werden das auch machen. Ich werde mich jetzt da drüben aufstellen und ich werde die Truppen dann darüber ziehen. Wir haben genug Zeit, es wird leider dann ein kleines bisschen dauern, aber Bewegung! ich glaube, das sollte trotzdem also hinhauen. So, die Kamele nehmen wir mal dahin. Die arabische Kavallerie nehmen wir mal dahin. Dann haben wir hier unsere Truppen. So. Und, ah ne, die Elefanten sind am schnellsten da, denke ich. Ja, die Kataphrakten können wir auch mitnehmen. Okay, alles klar. Schlacht starten. Und dann gehen wir mal rüber. Na? Dann gucken wir mal. So. Also, wir wollen. Ach ne, Moment mal. Da sind ja diese Türme, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil diese so strunzendumme AI nämlich mal ganz gerne an diesen Schützentürmen hier vorbeiläuft und das ist jetzt was ich gerne vermeiden würde. So, wir reiten mal aber vor mit den Beduinenbogenschützen. Die können nämlich direkt mal die Peltasten befeuern. Mal kurz Pause. Können wir sehen, was wir haben? Ne, können wir noch nicht. Müssen wir näher dran sein. Aber ich denke, das werden wir gleich sehen. So, machen wir kurz Pause. Also, Schild 2 immerhin, aber Rüstung 0. Wir sind also sehr anfällig gegen Pfeilfeuer. Und ja, das werden wir also auf jeden Fall ausnutzen. Befehle So, erfüllt, dann stellen wir uns mal großer hier hin. Herr, vorwärts!
Das sieht ganz gut aus. Ja, da haut er schon ab. Sehr schön. Reiten wir mal hier rüber. Okay. Greift ihn mal an. Kommt mal hier hin. Den kommt mal hier hin. Den kommt mal hier hin. So. Die haben jetzt Waffen-Upgrade. Mal gucken, wie schnell sie sind. Ja, die machen jetzt auch schon deutlich mehr Damage. Cool. So, schnell weg da. So, dann nehmen wir mal die Pikiniere mit. So, dann sind wir schon am Tor. Klasse, okay. Ja, warten wir noch einen Moment. So, jetzt gehen wir mal rein. Bei den Göttern. Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Das kann man so sagen. Oh, und jetzt? Macht sie alle. Der feindliche cool. General wurde getötet. Und nun lernen seine Männer das Fürchten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. So. Ich will keine Kataphrakten verlieren, deswegen reite ich mit denen nicht rein. Das ist ja eh alles ganz easy. So, wir machen die mal noch ein bisschen zusammen. Und dann werden wir die Beduinen mal reinholen. Befehle erfüllt, großer Herr. Bewegung, Bewegung. So, dann schießt mal. Die wollen wir ja auch noch ein bisschen dezimieren. Ja, dann greift mal an. Und in die Flucht geschlagen, cool. Ja, wir haben jetzt so ein paar Zwangspikiniere verloren, aber das sind jetzt nicht so die Killer-Einheiten. Das macht eigentlich nichts. Ja, schneller. Ja, komm, ey, wie viel Speere haben die denn? Schießen immer noch, ja. Ist jetzt mal langsam gut. Ich habe auch nur begrenzte Munition, Leute. Wo ist er da? Charge! Das war's. Sieg ist der Götter würdig. Das war's. Cool. Okay. Ja. Das ist dann Provinz Nummer 49. Interessant. Also wir haben jetzt dann auch so ein, so wenn das also stimmt mit der Darstellung, dann haben wir, Versklaven. Dann haben wir rein rechnerisch immer jede Runde eine Provinz eingenommen. Das ist, glaube ich, ganz krass. So, dann, ach ja, ich habe mir ja noch was, ich hatte ja letztes Mal oder vorletztes Mal, wann das war, hatte ich mir die Frage gestellt, könnte das sein, dass ich schlechte Farmer kriege, weil ich immer Bauern rüste? Ich habe die Antwort gefunden. Nein, es hat nichts damit zu tun. Das liegt an Folgendem. Man kriegt, wenn man ein Gebäude baut und das keine Farmgemeinschaft oder Rodung oder wie auch immer ist, besteht die Wahrscheinlichkeit von 8% ungefähr, dass der Statthalter eine negative Eigenschaft aufnimmt. Also sowas wie schlechter Farmer. Das geht sogar so hoch bis, ich glaube, verachtet Farmbau oder hasst Farmbau oder hasst irgendwie sowas. Also irgendwas ganz Fieses, ja. Oh, den lassen wir mal noch da. Ich glaube, also das ist natürlich hier ziemlich krass. Ich habe in mehreren Foren gelesen, bei Rome Total War ist es so, dass die diese Einstellungen ein bisschen zu krass sind. Das gilt insbesondere für diese ineffizienten Finanzbeamten. Erinnert ihr euch ja auch, dass wir da bei den Skipionen hatten wir das Problem und hier haben wir es auch. Und zwar liegt das daran, wenn man den Steuersatz nicht auf
hoch stehen hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man ein ineffizienter Finanzbeamter wird. Oder ein Steuerverschwender. Ich glaube, das ist dann irgendwie sogar noch krasser. Und ja, bei Barbarian Invasion, also bei der Erweiterung von Rome Total War, ist es so, dass das nicht mehr so krass ist. Ich glaube, da ist diese Gefahr irgendwie um den Faktor 3 oder so reduziert worden. So, was bauen wir hier? Wir bauen die Farmgemeinschaft, obwohl wir es jetzt hier nicht unbedingt brauchen. Ja, und die Frage ist, was kann man dagegen machen? Man kann gar nicht so viel dagegen machen eigentlich. Also, was man halt machen kann ist, jetzt zum Beispiel hier ist es so, wenn wir jetzt noch ich glaube, ist das hier ein ungeeigneter Finanzbeamter oder sowas? Gucken wir mal gerade. Lakai ist er, ne. Moment, das war noch nicht hier. Was ist mit ihm? Oh, gelegentlicher Ehebrecher. Hohohoho. Na, robuste Gesundheit? Nee, das war jetzt hier auch nicht. Ah ja, okay, gut. Also es ist hier noch nicht so krass. Aber die Leute werden wahrscheinlich schlechte Finanzbeamte werden. So, und jetzt bin ich froh, wenn wir hier diesen Pantheon fertig haben. Ich habe mir noch was überlegt. Und zwar, wir haben doch hier so ein paar Städte, die nicht so richtig wachsen wollen. Nee, Petra war... Bei Petra ging's. Was bei Bostra vielleicht, oder? Ja, bei Bostra geht's eigentlich auch noch. Muss ich mal gleich gucken. Das ist irgendwie komisch. Dann machen wir mal den Esculap-Tempel. Ich habe mir nämlich gedacht, wir könnten... Das habe ich noch bisher sehr selten gemacht. Und zwar... Ah, hier. Das könnte noch was Interessantes werden. Ja, mal schauen. Also wir machen das auf jeden Fall so. Ich werde jetzt hier... unendlich Bauern bauen. Wie geht denn das nochmal? Mit Alt? Nee, mit Shift? Nee, mit Control? Weiß einer von euch, das geht das hier? Ich glaube, da gab es mal irgendwie sowas, dass man eine Einheit permanent bauen kann. Oder gibt es das erst bei späteren Teilen? Naja, okay, gut. Also wir machen erstmal eine Liste komplett voll. Das machen wir auch hier. Und ich werde dann diese Bauern in andere Städte abziehen. Und dann dort auflösen, um dann dort das Wachstum der Städte ein bisschen anzukurbeln. Ach, da ist ja schon wieder so eine scheiß Rebellenarmee. Ja, und das habe ich bisher eigentlich nicht gemacht, aber das ist eine ganz gute Taktik, gerade wenn diese, weil unsere Städte im Nildelta, die werden ja so immens wachsen, wegen der Versklavung auch. Das sind ja alle Städte, wo wir Generäle drin haben. Und die wachsen alle, weil wir immer versklaven, ja. Und das muss nicht unbedingt sein, denke ich mal. So, in Seleukaia machen wir, glaube ich, den gleichen Spaß. Sind wir bei 25.000, das ist doch schon irgendwie die letzte Verwaltungsstufe. Und die schicken wir alle. Mit Alt können wir doch hier Wegpunkte setzen. So, und die schicken wir alle nach Fraspa. So, in Susa machen wir das Gleiche. Schicken wir alle da hoch. Ich meine, das kostet zwar einen Haufen Geld, aber es ist in Ordnung. Ach so, ja, genau, und zum Geld ist mir auch noch was eingefallen. Und zwar erinnert ihr euch, dass ich am Anfang irgendwie gesagt habe, ich will nicht so viele Verträge mit anderen Kulturen machen, weil die das eh alles brechen und so. Ja, bei Verträgen ist das richtig. Allerdings habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe viel zu wenig Handelsverträge gemacht. Das war auch der Grund, erinnert ihr euch bestimmt in Folge 15 oder irgendwie so war das, glaube ich. Da hat dann auch der, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der Lothar oder so hatte das drunter geschrieben. Ja, ich habe so und so viel 1000 Denare schon. Warum bist denn du so immer in akuter Finanznot? Das lag daran, weil ich zu wenig Handelsverträge hatte. Ich hätte viel, viel mehr Handelsverträge machen müssen. Und insofern wird es bei meinem nächsten Let's Play, das ja noch nicht ganz feststeht, da wird es dann eine kleine Planänderung geben. Und da werde ich mehr Handelsverträge machen, als ich das jetzt hier gemacht habe. Auf jeden Fall. So, dann war ja auch noch Ankara. Ist ja eine Stadt, die so ganz, ganz, ganz schlecht wächst. Und Sinope ist ja schon so eine Riesenstadt. Oder? Was haben wir denn noch so? Das sind halt alles Städte, wo man jetzt so ein paar Einwohner weniger gebrauchen könnte. Wow, das ist auch schon so groß gewachsen. Also, da setzen wir nochmal Wegpunkt auf Ankara. Wo ist denn jetzt nochmal hier ein paar Bauern? So, in den anderen Städten auch. Damit da die öffentliche Ordnung auch ein bisschen besser wird. So. Und hier machen wir das auch. So. Und dann kann Ankara auch mal ein bisschen wachsen. Ich glaube, die Stadt hat das echt nötig. Ja, die hat 1576 Einwohner. Das ist echt gar nichts. So.
Dann, wie sah denn das nochmal hier aus? Das waren 13.000. Ja, ist auch riesig, ne? Das habe ich viel zu selten gemacht. Warum mache ich es erst jetzt? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es echt total verrafft, ne? So. Okay. Und wie war es mit Ataxata? Das ging eigentlich. Und hier? Oh, da können wir, da haben wir auch noch ein bisschen Polster. Können wir hier noch ein paar Einheiten rüberschicken. So. Und hier? Habe ich es schon eingestellt? Jawohl. Was in Hatra? Hatra ist ja auch schon echt groß. Krass. Also, Leute, wir haben echt schon eine riesen Städte. Ja, dann, ich glaube, haut das da noch hin? Oder haben wir hier noch irgendwo kleine Städte, die wachsen müssen? Wie sieht es? Sinon ist groß genug. Damaskus vielleicht noch. Damaskus könnte noch ein bisschen größer werden. So, dann machen wir auch noch direkt. Ich baue jetzt mal keine Kriegselefanten und Kataphrakten, sondern ich baue mir hier gerade noch ein paar Einheiten. Wie groß war Sidon? Fast 12.000. Da bleiben wir mal dran. Bostra. Bostra könnte auch noch echt ein paar könnte auch noch ein bisschen Einwohner vertragen. In Petra ist eigentlich ganz okay. So, wie machen wir das? Ich glaube aber hier nach Bostra, da ist der Weg ein bisschen weit. Ich glaube, da könnten wir das mit Schiffen machen. Haben wir noch hier ein paar Schiffe? Ja, hier, ne? Und wann mit euch? Moment mal. Die wollte ich doch fortbilden in Sidon. Das machen wir auf dem Rückweg. Oder? Nee, brauchen wir nicht. Machen wir jetzt direkt. So. Nee. So. Salamis. Wie sieht's denn hier aus? Ah, die ist auch gerade gewachsen, ne? Krass, 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 krass. Okay. So, und schon geht's bei den Städten wieder besser. Dann, ja, Rebellenarmeen muss ich gleich wieder vernichten, merke ich. Halikarnassos. Die könnten eigentlich auch mal wachsen. Rüsten wir nun einbauen. Oh, den muss ich ja auch noch platt machen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Bin ich jetzt auf dem normalen Steuersatz, ne? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Aber blau ist noch in Ordnung. Das ist noch in Ordnung. Guck mal hier. Normal. Ja, also ich will es jetzt nicht überall auf niedrig setzen, weil sonst werden die Leute alle schlechte Finanzbeamte, ne? Wie war es denn hier? Wie sieht's denn in Kroton aus? Da sind wir schon auf niedrig, bei 95% nur, krass. Ja, wir bauen mal hier noch ein paar Bauern. So eine Einheit und ja, ist in Ordnung. Das müssen ja keine so super Finanzbeamte werden. Flotte haben wir, glaube ich, schon alles gemacht, oder? Ah, hier haben wir nur eine Armee und einen Agenten. Ah, gut, gut, gut. Wo wollte ich hin? Ach, ich glaube, ich wollte den Römer hier aufmischen, ne? Was war denn das nochmal? Wow. Oder wollte ich, was wollte ich denn machen? Bereit! Was wollte ich denn nochmal machen? Hier bauen wir nochmal was. Was bauen wir denn hier? Fortbildung ist schon, ne? Ja, okay. Bauen wir mal die Pflasterstraße. Schadet bestimmt nichts. Infrastruktur ist immer gut. Silvershipingenieure. Obwohl, ich habe mir gerade gedacht, Antiochia, wirklich? Wirklich? Bin mir nicht so ganz sicher. Kataphrakten sind halt so wichtige Einheiten für uns. Die sind so immens wichtig. Wie weit können die denn? Ich glaube... Ne, die lassen wir mal da. Ja, ah, und da, ah, okay, gut, hier, der wird sich ja drum kümmern, genau. Weiter geht es nicht, das war hier diese blöde Popel-Armee, die nix kann, der Gesellschaftstrinker. Entschuldigung, dass es da jetzt hier einen kleinen Sprung gibt an der Stelle. Kann ich aber meine Freundin tun? Wollte gerade wissen, wann es Abendessen gibt und da musste ich noch
kurz verhandeln. Also, es geht jetzt weiter. Mit unserem Diplomaten gehen wir jetzt mal zu den Briten, klopfen an die Tür und ich wollte doch mal fragen, wollt ihr ein Bündnis? Mist. Jetzt will keiner mehr ein Bündnis mit mir. Ist ja total bekackt, ey. Okay, es geht weiter Richtung Spanien rüber. Und ich muss jetzt mal in diese Listenschriftrolle gucken, weil ich meine Diplomaten nicht irgendwie aus den Augen verlieren will oder schon aus den Augen verloren habe. Dann geht's mal weiter in Richtung hier drüben. Sofort. Oder hier drüben. Sofort. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch mit den Numidiern irgendwas hinkriegen. Wir können nicht weiter. Was war noch? Agenten, Diplomaten. Ich habe nur Spione sonst irgendwie, ne? Erwarte eure Befehle. Ach so, genau, du wolltest ja hier meine Rebellen bestechen, aber die habe ich schon aufgerieben, meine ich. Okay, dann gehen wir nochmal hier Richtung... Ja, na, hier, so in die Richtung. Ja, weiter Herr. Nach Norden und wo wolltest mein du hin? Du wolltest hier rüber, okay. Und du? Wir sitzen fest, Sire. Wollt ihr denn nach Hatra? Ach Mist, ich hab das total verpeilt. Befehle? Ah ja, genau, du wolltest wieder zurück. Stoß vor! Und da machen wir gerade hier so ein bisschen Fortbildung. So, und dann können wir nochmal einen Bauern hinterher rekrutieren. Ja, ich glaube, da haben wir auch alles gemacht. Was war der Bursch hier nochmal? Finanzbeamter. Ja, also nutzloser Finanzbeamter, das ist dann jetzt so ein Nachteil, der dann dadurch zustande kommt. Ich schicke ihn mal. Hier rüber. Vielleicht kann er mir ja zumindest ein paar Truppen mitnehmen. Ja, dann bin ich jetzt auf Dumata vorhin noch gerade vorgewatschelt. Hier an die Rebellen kam ich nicht dran. Ich habe mich aber schon mal in Bewegung gesetzt mit der Armee. Das ist, hat viele Einheiten, aber da ist jetzt nicht wirklich, sind jetzt nicht wirklich so krasse Einheiten dabei. Und dann habe ich mir gedacht, die ganzen Bauern, die nehmen wir alle nach Theben, laufen hier rüber, laden die dann hier auf ein Schiffchen und fahren dann damit hoch nach Bostra und laden dann die Einheiten dann dort aus. Achso, ja, ein Schiff könnte ich noch bauen, denke ich. Das machen wir auch noch. So, exakt. Und die Bauern laufen hier hin und die Bauern laufen hier hin. Und ja, okay, gut, so machen wir das. Das Schiff können wir dann eigentlich hier oben lassen. Vielleicht kriegen wir da irgendwie noch so ein paar andere Bauern mit, die wir in einer kleinen Stadt irgendwie mitnehmen können, aber wir probieren das jetzt auf jeden Fall mal so aus. Das Schiff ist bereit. Und dann nehme ich noch eine Flotte mit hier rüber und dann baue ich hier noch ein Schiff nach. Und dann sind wir schon wieder pleite. Das ist aber ganz gut, denn wir wollen ja nicht die reichste Fraktion sein, sonst werden unsere Leute alle so prasssüchtig, verschwenderisch, bestechlich und was weiß ich noch alles. Die einen lassen wir hier, dann hoffen wir, dass wir uns nächste Runde mit den Julien hier knüppeln können. Und wenn die Spanier noch eine Runde hier stehen bleiben, werde ich denen den Krieg erklären. Denn ich habe nur hier eine große Flotte und irgendwie blockieren die Arschgeigen mir das jetzt. Dann gehe ich mal hier an Land. Ja, verlassen wir. Genau. Wir gucken nämlich mal gerade, wir gucken mal schnell. Wie? Keine Agenten? Da war doch ein Spion auf dem. Ah, ne, okay, ah, das sind wir noch bei dem Schiff. Mein Herr? Ja, den schicken wir mal hier rüber. Mal gucken. Okay, dann ignorieren wir das mal, dass er wahrscheinlich Segestica belagern wird. Wir können uns da immer noch gegenwehren, denke ich. Und dann Befehle? Nehmen wir vielleicht noch, was brauchen wir hier noch? So ein paar Infanterieeinheiten wären, glaube ich, nicht schlecht. Dann nehmen wir die gut ausgebildeten Befehle? Mal hier rüber. Und falls er uns also irgendwie angreifen will, können wir uns immer noch auf das Schiff zurückziehen. Da sind auch noch 120 drin. Nehmen wir auch mit. So, was brauchen wir noch? Alles andere ist irgendwie ziemlich angeschlagen. Und wie sieht's hier aus? die Kataphrakten können wir natürlich mitnehmen. Die brauchen wir. Und dann nehmen wir die noch und die noch. Ach Mist, die kommen gar nicht dahin. Befehle? Wie viel seid ihr denn? Ja, mal gucken. In Capua haben wir noch so viele Truppen. Krasse Shit, ey. Okay, dann bauen wir hier noch zwei Bauern.
Und dann ziehen wir mal eine Einheit noch weiter nach Norden. Marschieren! Und hier holen wir dann auch mal noch einen Burschen raus. So, eins und zwei. Cool. Dann werden wir damit Patavium angreifen. Ich spiele noch mit dem Gedanken, noch so als kleine Fleißaufgabe die Julia platt zu machen. Sind bereit. Würde ich eigentlich gerne machen. Und ja, okay, gut. Dann war es das da jetzt erstmal. Das ist jetzt die vorletzte Runde. Ich werde mal Abfahrt machen, dann gucken wir mal, was passiert. So, die Gallier verziehen sich wieder. Sehr schön. Okay, wow, das war's schon. So, ich bin gespannt, wo die Seuche ausgebrochen ist. Ach nee, mach Sachen, ne? Weiß einer von euch noch, in welchem Jahr das passiert ist, dass die Seuche ausgebrochen war? Ich glaube, es sind gefühlte 100 Jahre mittlerweile. So, Agent entdeckt. So, Darkien. Hm, schön. Ja, dann hat der jetzt auch die Seuche, ne? Oder? Ne, noch nicht? Wie komisch. Na, egal. So, Rundenbericht. Ja. Und Ereignisse einer Seite. Mathematiker, Schatzmeister. Plus zwei Verwaltung. Cool. Der Antisthenes kriegt den. Müssen wir mal bei Gelegenheit dann auf einen Kornhändler und sowas. Cool. Bevölkerungswachstum, Sklaven. Müssen wir mal bei Bedarf auf einen gescheiten Statthalter übertragen. Ja, Archers kriegt einen Bibliothekar, Raffia kriegt auch einen und, ah ja, okay. Gut, alles klar. Ja, dann gucken wir uns noch kurz den Baubericht an. Antiochia baut eine Agora. Und dann bauen wir hier doch mal unsere Fruchtfolge. Nicht die Fruchtfolge, meine ich hier den Aquädukt, natürlich. Tarsus baut auch eine Agora. Und dann bauen wir hier mal die... Oh, da könnte ein Spion drin sein. Dann bauen wir mal noch einen Spion. Also nur wegen dem Aufruhr. Es kann natürlich auch sein, dass da irgendwie revoltierende Sklaven in der Nähe sind. Das passiert manchmal auch. Sieht mal noch nicht so aus. Memphis kriegt jetzt den Pantheon. Endlich. Und jetzt haben wir hier den dicksten und fettesten Tempel, den es überhaupt gibt. Das ist echt saucool. Wir bauen eine Fruchtfolge, würde ich sagen. Und, ach genau, stimmt, jetzt kriegen ja die Truppen, die wir hier ausbilden, alle Erfahrungen, ne? Cool, das machen wir aber nur mit den Pikinieren hier. Dann, Sinope baut die Elite-Kavalleriestelle, das heißt, wir können jetzt auch hier Kataphrakten bauen. Da sind sie. Ich glaube, wir machen das jetzt auch nochmal. So ein paar, so eine schöne Kataphrakten-Armee hätte ich doch gerne. Jetzt tauscht die doch mal. So. Weiter geht's mit Korinth. Kriegt eine Schiffswerft, also größerer Hafen. Baut dann die Ratskammer. Groton kriegt die Minen. Sehr cool. Dann bauen wir direkt nochmal die Minen nochmal weiter aus, würde ich sagen, oder? Ja, können wir machen. Oder Moment mal. Ah, das ist eine Rodung von den Römern. Wer braucht die? Braucht auch drei Runden. Ne, wir bauen zuerst die Minen aus. So. Dann, Tarent kriegt einen Markt. Und dann bauen wir hier die Kanalisation, denke ich mal. Ne? Wäre, glaube ich, obwohl, auch die Gesundheit geht eigentlich. Weil ich kann hier so viele Einheiten rüsten. Das ist so cool, wenn man die Sirische Pikiniere. Wir bauen hier eine Farmgemeinschaft. Dann, Capua kriegt eine Kanalisation. Wie sich das für so eine schöne Großstadt gehört. Und dann bauen wir da jetzt mal eine Akademie. Okay. Und, wow. Wir wollen auf jeden Fall noch einen Bauern hinterher. So, dann mache ich jetzt noch ganz schnell den Rekrutierungsbericht schenken wir uns. Mache ich jetzt noch ganz schnell eine Schlacht. Und zwar die spielentscheidende. Wir greifen nämlich jetzt Dumata an. Nehmen wir noch die Bogenschütze mit. Und danach werden wir diese Kampagne geschafft haben in Runde 49, meine ich, oder? Oh, was ist denn das? Was, wie seid ihr? Gesamt. Achso, Gesamtwertung. Aha. Achso, wahrscheinlich ist unsere Produktion... Nee, Produktion geht doch. Ah, Finanzen. Ach, okay, das ist es. Ja, ich glaube, Runde 49 oder 48. Okay, gut, dann machen wir das jetzt schnell noch und... Angriff! Und dann, wenn wir das Spiel gewonnen haben, auf geht's.
die letzte und unbedeutendste Provinz zum Schluss. Der Sieg ist nah. Ja, das, also ich glaube, so nah war er noch nicht bisher. Okay, dann nehmen wir mal die Bogenschützen hier rüber. Und ja, das können wir eigentlich so lassen. Ja, ich mache aber den Plänkler-Modus aus. Okay, dann eins, geht mal vor, zwei, reiten mal hier rüber. Schnell, schnell, schnell. Ah, schade. Was waren das? Ah, das waren die Krieger. Ah, okay. Okay, ich gebe nochmal Gas. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Moment. Ja, ihr sollt ja auch schießen, ne? Und dann nehmen wir mal die Milizkavallerie. Ach, nehmen wir mal hier rüber. Und die letzte Schlacht schlagen wir gegen unsere härtesten Gegner, gegen die Rebellen. Na und, Kräfte an. Ah, der schießt auf die Bogenschützen immer noch, okay. Ja. So, mal hier ab auf den Platz. Oh, das war's. Die Armee des Feindes flieht, verfolgt sie und jagt sie vom Schlachtfeld. Yeah, wir haben gewonnen. Yeah, okay. Klarer Sieg, 395, so, ein bisschen was verloren bei Milizhopliten, Bogenschützen und Milizhopliten, okay, alles klar. Und, Leute, das war die imperiale Kampagne mit den Seleukiden über 50 Provinzen. Und ich bedanke mich jetzt schon mal bei allen von euch, die zugeguckt haben und vor allen Dingen nochmal bei denen, die mir Tipps gegeben haben, bei denen, die mir gesagt haben, was ich jetzt als nächstes machen soll oder welche Strategie sich lohnen würde, bei allen Leuten, die mich über meine dämlichen Fehler aufgeklärt haben und bei allen Leuten, die mir gesagt haben, worauf ich besonders achten muss. Diese ganze Let's Plays leben ja irgendwie davon, dass ihr mir auch Tipps gebt und dass man sich so ein bisschen austauschen kann. Und ich fand's natürlich toll, mal mit den Seleukiden ein Let's Play zu machen, weil es dazu ja noch nichts gab. Und ihr habt mir da ja auch immer ein sehr gutes Feedback gegeben. Dafür möchte ich mich bedanken und natürlich, dass ihr zugeguckt habt. So, dann lesen wir jetzt nochmal den Text. Also, das Seleukidenreich hat nun die größte Macht der Welt inne und wird vor keiner Seite mehr bedroht. Eure Führung und euer Geschick haben den Seleukiden zu diesem Sieg verholfen und in allen Städten werden Statuen von eurer Ehre künden. Selbst die Götter blicken voll des Neids auf euch. Und jetzt werden wir natürlich gefragt, ob wir weiterspielen sollen und ich sag mal so, also ich werde noch, so drei Provinzen mache ich noch, glaube ich. Ich möchte gerne noch den Kampf gegen die Julia antreten. Und dann haben wir also die Römerfraktion beseitigt und dann denke ich auch, also jetzt hier die komplette Weltherrschaft jetzt an uns zu reißen, das wäre mir jetzt ein bisschen too much, ja. Ich möchte ja auch mit einer kleinen Überraschung aufwarten demnächst und da muss ich ein Let's Play zu einem Spiel machen, was wahrscheinlich noch nicht so viele von euch kennen werden. Ich sag nur so viel, es ist auch wieder ein Strategiespiel und ich denke, es wird euch gefallen und ja, dann setzen wir mal das Häkchen. Und dann werden wir hier in Dumata die Bevölkerung ausradieren. Zu massakrieren 405, ne? Durch Plünderung erlangte der Nare 280. Das ist ja echt die armseligste Provinz, die es hier gibt. Und hier, da verteilen wir dann nur 402. Ne, machen wir Siedlung besetzen. So, fertig, aus. Dann könnt ihr auch hier sehen, da ist nichts gebaut, ja. Schrein des Zarathustra, okay, den lassen wir mal. So, gehen wir mal ein bisschen runter und dann können wir da auch demnächst noch ein paar Bauern hinschicken. Ich glaube, wir nehmen dann hier
Susa oder so jetzt in Zukunft. Ja, okay, Leute, das war's mit Teil... Oh, das sehe ich ja, da ist ja nur eine Rebellenarmee. Ach, der ist gerade hingekommen. Okay. Das war's mit Teil 56. Und das ist das Ende der imperialen Kampagne. Es wird noch 2, 3 Teile geben, je nachdem, wie lange wir jetzt brauchen, um die letzten Römer aufzumischen, die es noch gibt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und ich freue mich, wenn ihr auch den nächsten Teil wieder anguckt. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss.